Siegeswillen schlagen, sondern wenn es einen Grund dafür gibt. Sie findet in diesem auf 12 Bus-System eine 10:9 Runde für Kadjetkin gewesen sein. Und lass ihn nicht explodieren, du musst immer den Jab halten. Des Gegners gerät, sondern möglichst den eigenen drüber stellt. Gajew gilt als ein Boxer, der gerne vor. Am Mut mangelt es ihm nicht. Das haben wir gesehen. Klar verloren hat. Aufgabe nach dem neuen. Diesen Eliminator, diesen Ausschalt zurück zu Tim. Sie haben diese Geschichte gesehen. Und unter Männern hat man sich gehalten. Die letzten Sekunden angezeigt durch dieses Klopfsignal. Eindrücken. Massen. Und der Aufwärtssack mit rechts ins Ziel gebracht. Der Konter von Kadjetkin kommt. Deutlich mehr Arbeit von Chagayev jetzt. Hier von Ruslan Chagayev ist es nicht so weit aus Hamburg, denn da wohnt er. Also du musst aber aufpassen, dass er auf Distanz vor dir ist. The real deal, Evander Holyfield. Und dort Marco Huck, der WBO-Champion im Cruisergewicht. Mit seiner frisch angetrauten Ehegatte. Natürlich muss er den Vorwärtsgang von Chagayev stoppen. Denn ich sag's nochmal, im Rückwärtsgang hat der Usbeke Probleme. Aber auf jeden Fall Alexander Kadjetkin. Besser in Fahrt gekommen. Schöne Link. Gute Serie. Aufpassen. 50. Beide haben natürlich den K.O. in den Fäusten. Deswegen muss man immer. Rechte zum Kinn, nur ein Wischer. Und dann die schnelle Antwort. Jetzt geht's los. Let's go. Einfach gekommen, gerade die Führhand von Schack. Der Doppel. Entdeckungstreuer ist. Und vielleicht auch über die größere Schlaghärte verfügt. Oh, der Linke da. Die Angriffen, diese besser abzusichern. Schön gekontert jetzt. Aber er muss halt aufpassen, hat sich schon ein paar harte Einzelhände gefangen. Auch jetzt wieder. Ganz genau aufpassen. Hier geht er wieder schön zurück und trifft dann selbst. Nutzt auch immer aufpassen. Da kommt sie wieder. Angeschlagen. Deutlich beeindruckt ein bisschen. Chagayev versucht von Kadjetkin. Hat sich wieder gefangen. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen nach solchen Treffern. Gold. Nur 3 Wochen Trainingsarbeit von. Russ ist wieder da. Achtung! In Jakov. Mit. Das wird deine Geschichte, das wird dein Ruf sein. Du musst noch 18 Minuten. Okay. Yes. Right. Starke Licht, das muss man durchstehen können. Und jeder Schlag. Chagayev hat 7. Runde. Na, Kadjetkin. Der hier mal dort in der Runde, während wir hier noch mal 1-2 Kombinationen von Kadjetkin sehen, Volker gegen das Viererteam zusammen mit Michael Tepp. Und Chagayev. Ah, das kostet auch Kadjetkin. Das Vertrauen zu bekommen, scheint sich ein bisschen erholt zu haben. Also ein Schwinger, der ins Leere geht, kostet auch Kraft. Lassen hat in diesen fast 8 Runden.
du das? Können wir das machen? Du willst doch Weltmeister werden. Oben auf der Wolke und guckt er jetzt runter auf seinen Sohn. Schöne Serie von Alexander Popletkin. Hat er bisher erst unter Atlas absolviert. Das ist der fünfte. Und der Trainer hätte gerne noch mehr Zeit. Wenn er mit dieser Konsequenz agiert, wie er es in der Runde 6 und Runde. Duften immer noch ein paar Punkte. Bissen werden. Hier muss jetzt wirklich in den letzten 3-4 Runden muss was getan werden, um tatsächlich. Doch noch davon entfernt ist, schon entschieden zu sein. So wie Pavletkin während seiner. Dass ihm das noch mal so nach Punkten hinten. Er kann sich nicht auf. Er muss wieder mehr Aktion zeigen, sieht sich aber im Moment. Wiese hat sich gefangen, der Mund ist immer noch auf. Gute Aktion. Ich glaube, dass er noch hinten liegt. Wieder die besten Aktionen von Pavletkin. Da bin ich gespannt. Wieder der gute linker Aufwärtshaken. Die besseren Aktionen von Alexander Pavletkin, in dieser auch mit den Fäusten. Pavletkin müsste auch die vorletzte geblendet in der Ecke. Expertentalk. Nicht genug vorbereitet gewesen sind durch den. Noch einmal 3 Minuten durchhalten. Noch einmal alles geben. Vielleicht auch. Und spring nicht rein. Du schaffst das noch. 3 Minuten. Komm. Nach Hause laufen jetzt. Ruslan Chagayev jetzt und wird sich demnächst den Gürtel umheften können, umschnallen können. In der Anfangsphase Pavletkin, der klar stärkere Mann. In der 6. so angeklingelt, dass man muss immer vorsichtig sein im Schwergewicht. Ein Schlag kann aus. Glaubt man nicht mehr richtig dran. Stattdessen noch mal ein Treffer von Pavletkin. La letzte Minute. Im Tundinus. Hoppla, noch mal eine linke von Chagayev. Und dann ist Schluss. Und für mich kann es nur einen Sieger geben. Und der müsste normalerweise Pavletkin heißen. Das gefällt auch der Herzdame von Alexander Pavletkin. Atlas noch mal da oben, ja, sollen wir sagen, in den Himmel gezeigt hat, um zu sagen, du kannst stolz sein, Junge. Hier runter geschaut haben und die Sauerländer haben einen Weltmeister im Schwergewicht und das ist allemal die Königsklasse. All three for the winner and new WBA Heavyweight Champion of the World, neuer Weltmeister aus dem Sauerland-Team. Aus Russland.